Nackte Tatsachen und beste Laune. Kabarettist Michael Hoffmann zieht blank für die Charity-Malaktion Malele. Ein passendes Malele-Bodypainting ziert seinen Luxuskörper. Eine ungewöhnliche Erfahrung für den Leipziger. Der hat so einen kalten Pinsel. Nein, es ist etwas ungewohnt, aber etwas kühl. Nein, so sehr angenehm. Ist ja für einen guten Zweck. Da macht man sich auch gerne mal nackt. Rahmen fürs Nackschmachen ist ein kreativer Frühschoppen zum zweiten Geburtstag des Zentralkabaretts. Alle Anwesenden sind dazu eingeladen, Bilder für Malele zu malen. Auch Moderatorin und Schauspielerin Griseldis Wenner ist kreativ. Ich wollte als Mädchen immer Indianerin sein. Und wenn ich mir das heute so angucke, selbst zum Fasching, habt ihr irgendwann noch mal Indianermädchen gesehen? Gar nicht mehr, ne? Und deshalb male ich jetzt eins, damit man das nicht vergisst. Malen ist eben etwas sehr Persönliches, weiß auch der Künstler André Löser. Er animiert die Gäste, ihre Kreativität herauszulassen. Und das ist ein individueller Prozess. Es gibt Leute, die schon ziemlich konkrete Vorstellungen haben. Es gibt andere Leute, die animiert werden müssen, indem man ihnen sagt, denkt über eure Träume nach, über Geschichten, die ihr erlebt habt oder Figuren, die ihr mögt. Es gibt Leute, die abstrakt zeichnen, weil sie sich da sicherer fühlen und mit Farben umgehen. Ja, ist eben von Typ zu Typ verschieden. Ne? Genauso verschieden sind auch die Kunstwerke, die im Zentralkabarett entstehen. Denn hier malt versierter Künstler neben interessiertem Anfänger. Alle Bilder des Vormittags bekommen ihren Platz in der Malele-Galerie und finden ihren zukünftigen Besitzer ab dem 1. Juli. Allein Michael Hoffmanns Bauch bleibt, wo er ist.